Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, zwei Nintendo 3DS-Spiele. Einmal Splinter Cell 3D und Castlevania Lord of Shadows, der Mirrors of Fate-Ableger für den 3DS. Beide Spiele recht günstig gewesen, unter 10 Euro, der ist gar nicht, auch so die 12 Euro. Habe schon beide importieren lassen, ist sozusagen die PEGI-Version. Und dann packen wir auch mal die beiden guten Stücke aus. Als erstes Castlevania Lord of Shadows. Ich weiß jetzt nicht, in welchen, ob das jetzt ein davor spielt oder danach vom großen Bruder Castlevania Lord of Shadows für die Konsolen. Hier wird es ein recht umfangreiches Spiel, wie ich gesehen habe. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie jetzt die Ansicht von dem Spiel ist. Man sieht hier so von links nach rechts, würde ich bald sagen. So wie bei den alten Teilen. Weil die anderen sind ja eher so 3D. Ich hoffe hier. Hier sind nochmal irgendwelche Auszeichnungen. Ja, packen wir das Stück mal, aus. Also so eine Hartnick, wo hier so ein Abreißfaden ist. Normalerweise habe ich ja immer ein Messer hier dabei. Das ist wieder Hartnick hier. Oh. Spiele, Karte, hoffen wir das Handbuch, was haben wir hier Feines, also Werbung, dann haben wir, ach so, hier sind Pinnen, diesmal sind hier keine Nintendo Punkte mit dabei, dann schauen wir uns, oh, ich sehe, interessante Anleitungen. Nur so ein kleines Heftchen. Was steht denn hier noch drauf? Naja. Bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, da ist ein bisschen mehr dazu. Erinnert mich irgendwie an das Mario. An die Mario-Spiele für den 3DS. Die haben oblossische Faltblätter hier. Bisschen enttäuscht. Dann hat man hier die Informations. Broschüre, die niemand braucht, aber die anscheinend immer mit dabei sein müssen. Ansonsten lasse ich mich von dem Spiel überraschen. Ich habe zwar ein paar Videos schon geguckt, aber ich will mich da immer nicht zu viel spoilern lassen. Auf jeden Fall, ich lasse mich überraschen. Und für 12 oder 15 Euro, so genau will ich jetzt nicht, wie jetzt der Preis war, das ist schon eine Weile her. Aber das Geld ist es auf jeden Fall wert. Dann Splinter Cell 3D, Tom Clancy's, auch von Ubisoft gepublished. Man sieht, man könnte sagen, es ist ein PEGI-Spiel. Ich denke mal, der Aufkleber ist auch plus, damit die es bei uns in Deutschland verkaufen können. Das USK-Logo drauf. Optimierte Grafik, One-Touch. Das finde ich schon mal wieder interessant mit der Touchpad-Funktion. Da lasse ich mich auch mal überraschen, wie das funktioniert. Und hier packt das auch mal aus. USK-Logo ist auf der Hülle drauf. Ich mag auch lieber die PEGI-Logos. Dann schauen wir, aha, hier kommt denn die Karte gleich entgegen. Hier sind mal wieder Karten mit dabei. Ich weiß nicht, ist das irgendwie herstellergebunden, dass da immer die Nintendo-Codes mit dabei sind? Ich weiß es nicht. Also hier ist die Spiele-Speicherkarte oder Spielkarte, wie auch immer. Aha, hier sind auch wieder die Codes. Hier die Hinweise damit dabei. Ich hoffe mal, das ist ein dickeres Handbuch. Oh.
Vorbereitung. Ah, so will. Ja. Wenigstens ist die Anleitung dick genug. Licht und Schatten finde ich auch mal interessant. Der Tarnmodus ist ja wirklich so ein klassisches Spiel wie Metal Gear, könnte man sagen. Aber hier geht es wirklich um einen Geheimagent, der unsichtbar agiert. Ansonsten ja, Ausrüstung, Fusionsbrille und dann anderes Zeug. Waffen, hier kämpft man ja hauptsächlich waffenlos. Hier haben wir noch ein paar Pistolen. Hier geht es ja eher so, naja, sagt man, unentdeckt zu bleiben. Dann haben wir noch ein paar Minispiele, ein paar Hacken, Minispiele, Schlösser knacken, Benutzeroberflächen. Boah. Interessant, dass immer schon schöne Bildschirme mit dabei sind. Boah. Und das war es eigentlich auch schon hier. Nicht viel zu zeigen, leider. Ansonsten recht gute Spiele und für unter 10 Euro. Ich glaube, das habe ich auch für unter 10 Euro. Wenn nicht sogar irgendwie bei Saturn oder Mediamarkt oder Medimax. Keine Ahnung, wo ich das mal geholt habe. Das habe ich mir jedenfalls nicht bestellt. Aber recht gutes Spiel. Und ich lasse mich da auch wieder überraschen. Weil zu viel, wenn man zu viel Let's Plays guckt. Ich gucke mir eigentlich wirklich nur die Standards-Let's Plays, also die Anfänge von dem Spiel an. Und dann lasse ich mich davon überzeugen, ob die Spiele gut sind oder eben nicht. So, das war's jetzt wieder. Ein kurzes Unboxing. Wenn euch die Spiele gefallen, die Spielereien, schlagt zu. Sind alle jetzt recht günstig und ich denke mal, ich werde jetzt auch, außer jetzt Zelda oder Mario, gibt es auch die anderen Franchise-Spiele von den Reihen recht günstig. Mario kostet ja immer noch so viel. Ich bin noch mal überlegen, ob ich mir vielleicht den Mario Kart 7 Teil noch hole, wenn ich den vielleicht sogar günstiger finde. Also 35 Euro ist mir schon dann doch ein bisschen zu happig, weil das ist der Preis, den das Spiel am Anfang gekostet hat. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es kommen noch mehr 3DS-Spiele, also ich habe jetzt so einen ganzen Packen nachgeordert und warte jetzt, bis es, dass die anderen auch erscheinen in meinem Briefkasten oder vom Postboten. Viel Spaß noch mit den anderen Videos. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.